Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video von Prüfungsvorbereitung Metall. In dem heutigen Video zeige ich dir jetzt, was das Härteprüfverfahren nach Brinell ist. Die Härteprüfverfahren werden angewendet, wenn man die Härte der Teile messen möchte. Und da gibt es verschiedene Verfahren, die benutzt werden, doch es gibt drei berühmte Verfahren. Das ist der Rockwell, der Vickers und der Brinell. Und in dem heutigen Video zeige ich dir den Brinell. Und zwar das Härteprüfverfahren. Es wird mit einer Prüfkraft eine Kugel aus Hartmetall mit einem Durchmesser von 1 mm, 2, 2,5, 5 mm oder auch 10 mm in das Werkstück gedrückt. Wir haben hier unsere Härteprüfmethode. Das wäre hier unsere Hartmetallkugel und die hat je nach Bedingungen hat sie einen verschiedenen Durchmesser. Die Prüfkraft F kann aus einer Tabelle herausgelesen werden und diese Prüfkraft F, die ist immer Prüfkugeldurchmesser abhängig. Das bedeutet, je nach Prüfkugel, je nach Durchmesser, den ihr aussucht, habt ihr auch eine andere Prüfkraft. Und wie funktioniert das Verfahren? Wir drücken mit unserer Prüfkraft ein in das Teil, halten dort die Kraft, fahren wieder raus. Dann messen wir den Abdruck, der entstanden ist. Und mit dem Verfahren können nur weiche bis mittelharte Werkstoffe geprüft werden. Und das Verfahren wird auch für dünnwandige Teile eingesetzt. Und hier sehen wir es nochmal sehr schön. Wir haben hier unsere Prüfkraft F, die runterdrückt, unseren Hartmetallkugeldurchmesser, unser Werkstück und hier unsere Eindrückkugel. So rechnen wir den Durchmesser aus. Nachdem wir das Teil reingedrückt haben, haben wir einen Abdruck hier. Der Abdruck wird zweimal gemessen und zwar mit einem D1 und mit einem D2. Und die Formel lautet dann D1 plus D2 geteilt durch 2. So kriegen wir den Mittelwert raus des Durchmessers. Und wenn wir den Durchmesser ausgerechnet haben, dann können wir unsere Härte ausrechnen. Man kann das auch von Tabellen rauslesen. Jedoch glaube ich, dass ihr in der Prüfung das ausrechnen müsst. Denn das Härteprüfverfahren ist eines der beliebtesten Verfahren, da es auch mit dem Thema Härte abgefragt werden kann. Und so rechnen wir dann die Brinell-Härte aus. Wir haben hier unser HBW, das heißt die Härte nach Brinell. Wir haben unseren Faktor 0,204 mal unsere Kraft. Die Kraft ist dann immer angegeben. Geteilt durch Pi mal D. Wir müssen das nochmal ausrechnen und dann nochmal geteilt durch den Wert hier rechnen. Das wäre Groß D minus die Wurzel von Groß D Quadrat minus Klein D Quadrat. Mit diesem Klein D ist dieses D hier gemeint. Das bedeutet der Mittelwert von diesen beiden Durchmessern. Hier wird nochmal angegeben, was die einzelnen Werte bedeuten. Das könnt ihr nochmal nachschauen und das steht auch im Tabellenbuch nochmal. Und so würden wir dann die Härte nach Brinell angeben. Das wäre dann eure Angabe, wie ihr das hinschreiben müsst. Diese 229, das wäre unser Härtewert nach Brinell, dieses HBW. Und dann haben wir hier unseren Prüfkugeldurchmesser, den wir ausgesucht haben. Hier in dem Fall war es ein Prüfkugeldurchmesser mit 2,5 mm. Und für diesen Prüfdurchmesser haben wir eine Kraft von 187,5 Newton. Wir nehmen dann unsere Prüfkraft und multiplizieren sie mal diese 9,81. Das wäre die Kraft der Erdanziehung. Dann kommen wir da auf eine Kraft von 1839 Newton. Und hier haben wir unsere Einwirkdauer. Hier ist nochmal speziell angegeben, wie lange wir im Teil verweilen sollen. Und zwar sind das 30 Sekunden. Wenn das hinten nicht angegeben sein sollte, dann müsst ihr immer 10 bis 15 Sekunden im Teil verweilen, einfach um diesen Abdruck zu garantieren. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, denn das motiviert mich immer, noch mehr Videos für euch zu machen. Viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.